Yo, was läuft, was läuft? Was läuft? King ADW ist am Start. Ja, einige haben sich gewundert, wo ich die ganze Zeit bin. Ja, ich war auf der Suche auf jeden Fall nach einer guten Location für meine ultra heftige, krasse Shisha-Bar. Wenn man über Adul Sasuke vs. Madara spricht, ist es immer kontrovers. In diesem Video soll es darum gehen, Argumente für beide Parteien zu präsentieren. Ihr werdet dann in den Kommentaren entscheiden, wer gewinnt. Es ist ganz wichtig, dieses Video komplett zu Ende zu gucken, damit ihr ein umfassendes Wissen über diesen Sachverhalt habt und so optimal ein faires Urteil fällen könnt. Entscheidet anhand der Argumentation, wer den Kampf möglicherweise gewinnen würde. Auch werde ich meine eigene Meinung am Ende des Videos mit einbringen. Falls du dich für spannende Versus Battles interessierst, dann bist du auf meinem Kanal genau richtig. Abonnier meinen Kanal und lass ein Like da. Auch wenn es nur ein Klick für dich ist, hilft es mir sehr in meiner Passion, diese Videos zu produzieren. Aber jetzt mal ohne Spaß jetzt. 80% der Leute hier gönnen sich einfach meine Videos auf meinen Nacken ohne Abo. Das ist wie Schwarzfahren. Junge, Junge, die nehme ich richtig hops. Am Ende des Videos kommt noch ein großer Real Talk über Monkey D. Innes und Theorete von Meliodas. Let's get it! Kauft euch einen Fahrschein. Wenn man über Madara spricht und ihn beschreiben will, redet man nicht von Stärke, sondern von schierer Macht. Als Madara sein Six-Pack-Chakra erhalten hat und mit seinem doppelten Rinnegan aufgelaufen ist, ist er ins Reich der Götter eingetreten und war jedem Ninja auf dem Feld überlegen. Die kombinierte Kraft von Naruto und Sasuke, die damals in Naruto Shippuden auf ihrem höchsten Höhepunkt war, hat gerade noch so gereicht, um mit Madara mithalten zu können. Um Madaras Überlegenheit zu beschreiben, müsst ihr euch die Szene aufrufen, wo Naruto und Sasuke Madara gleichzeitig mit einem ihrer stärksten Senjutsus angegriffen haben, das Magnet-Rasengan und das Onyx-Chidori. Er konnte optimal darauf reagieren und der Attacke ausweichen und sogar kurzzeitig parieren. Und das alles mit nur einem Rinnegan und dem Shinju-Baum, mit dem er schwanger war. Dies beschreibt, wie überlegen Madara gegenüber Sasuke und Naruto war. Er war nicht mal bei seiner vollen Stärke und doch waren Naruto und Sasuke am Struggle. Und es kommt noch schlimmer. Naruto und Sasuke konnten gerade noch so mithalten und schon kriegt Madara ein Power-Up mit einem doppelten Rinnegan. Dies ermöglichte ihn casual, ohne Mühe, mehrere Shibak-Tenseis zu droppen, um Naruto und Sasuke kurz zu beschäftigen. Das ist so, als ob man seinen kleinen Bruder kurz mit einer Hand aufhält, weil man nicht seine ganze Kraft verwenden will. Ab diesem Punkt kann man sagen, dass Naruto und Sasuke deutlich schwächer sind als Madara. Hinzu kommt noch, wenn Madara eine ernsthafte Intention hätte, sie zu töten, hätte er es locker tun können. Aber das war's noch nicht. Madara hat noch ein Power-Up übrig. Sein Rinne-Sharingan. Wir kennen zwar die genauen Fähigkeiten des Rinne-Sharingans nicht, bis auf das Mugen no Tsukuyomi, aber es ist klar, dass es ihn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stärker gemacht hätte. Vor allem, wenn wir daran zurückdenken, dass jeder einzelne Charakter, der das Rinne-Sharingan besitzt, irgendeine krasse Fähigkeit hat. Jo Leute, kauft euch ein einfach weiter Ticket und folgt mir auf Instagram und Snapchat. Und falls ihr mich noch nicht auf YouTube abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt sofort. Die Schnelligkeit von Madara ist einfach zu bestimmen. Er hat eine Angriffsgeschwindigkeit, die so schnell ist wie das Licht. Sein Jutsu Rantan Koga ist laut Databox Statement so schnell wie das Licht. Auf Englisch heißt die Attacke Light Fang und Light bedeutet Licht. Also kann man schon von der Definition des Wortes alleine schon daraus interpretieren, dass die Attacke sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, wenn man über Madara vs. Sasuke spricht, ist, dass Madara ein Genie ist, wenn es ums Kämpfen geht. Er ist im Krieg aufgewachsen und hat schon so viele Kämpfe hinter sich und ist literally den Tod entkommen mit seinem Izanagi, als er gegen Hashirama den Todeskampf hatte. Alleine, dass er gegen tausende von Kämpfern alleine gekämpft hat, beschreibt seine abnormale Kampferfahrung. Dazu kommt noch, dass er ein sehr großes Jutsu-Arsenal hat. Einer seiner unfairsten Attacken, mit dem er seine Gegner sehr stark in die Enge treiben kann, sind das Kamui, mit dem er Lebewesen und Objekte in eine andere Dimension schicken kann, das Mokubunshi no Jutsu, ein Jutsu, was es dir erlaubt, Holzdoppelgänger zu erschaffen. Auf den ersten Blick ist das nicht so krass, aber dadurch, dass sie aus Holz bestehen, können sie viel mehr aushalten als normale Schattendoppelgänger. Ihr müsst einfach daran zurückdenken, dass Madara die 5 Kage alleine mit dem Jutsu auseinandergenommen hat. Als letztes hätten wir das Kajukai Korin. Ein Jutsu, was einen extrem großen Wald erschafft. Die Pflanzen des Waldes produzieren Pollen. Wenn die eingeatmet werden, fällt man anschließend in Ohnmacht. Neben den ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, also dass Naruto und Sasuke keine Chance hatten, Madara zu besiegen, Madaras absurde Schnelligkeit, seine Intelligenz und seine unfairen Fähigkeiten, hat Madara noch eine Sache, die ihn wirklich zu einem scheinbar unbesiegbaren Gegner machen.
Seine Unsterblichkeit. Madara ist unsterblich. Jede Verletzung, die fatal für jeden Ninja wäre, kann Madara einfach regenerieren. Das beste Beispiel ist, als 8 Gates Guy einen Großteil seiner linken Körperhälfte mit seiner Attacke Night Guy weggeblasen hat und Madara es einfach regenerieren konnte. Oder als Sasuke mit seinem Chidori ihn in zwei geteilt hat. Dies konnte er auch ohne Probleme regenerieren. In beiden Fällen war Madara nicht bei seiner vollen Kraft. Also kann man davon ausgehen, dass mit jedem Powerboost seine regenerativen Fähigkeiten auch zunehmen. Jo Leute, kauft euch ein einfach weiter Ticket und folgt mir auf Instagram und Snapchat. Falls ihr mich noch nicht auf YouTube abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt sofort. Ich hatte gerade zwei Fahrgäste, die hatten keinen Fahrschein. Kauft euch einen Fahrschein. Orenga kakangeru mono. Sore wa Kakumei da. Kakumei da to. Chibaku Tensei. Wenn man über Sasuke in Boruto spricht, weiß jeder, dass er stärker geworden ist. Aber nicht viele wissen, wie stark er genau geworden ist. Der 7. Hokage Naruto Uzumaki Hyuga Otsutsuki What? Meinte mal, dass Sasuke sein Rivale wäre. Das bedeutet, dass sie in Sachen Kampfkraft auf demselben Level sind. Auch das Databook bestätigt, dass Sasuke genauso stark wäre wie Naruto. Was wir hier haben, ist eine konsequente Gegenüberstellung von Sasuke zu Naruto. Also kann man das auch so übernehmen. Das heißt, Sasuke ist genauso stark wie Naruto in Boruto. Und das ist absolut krank. Wir haben schon gesehen, wie stark Naruto ist, wenn er 50% der Kraft von Kurama plus seine Six-Pass-Form hat. Er konnte Kaguyas Körperstruktur mit seinen neuen Rasenschürten komplett deformieren, so dass sie kurzzeitig die Kontrolle über sich verlor. Am Ende des Krieges hat Naruto nochmal die anderen 50% von Kurama bekommen. Das bedeutet, dass er jetzt 100% von Kuramas Kraft hat. Dass Sasuke genauso stark ist wie ein Naruto, der 100% des Chakras von Kurama beherbergt, ist absolut insane. Um Sasukes Schnelligkeit zu messen, können wir ihn einfach mit Naruto vergleichen. Naruto konnte das Rantong Koga ausweichen, was sich wie eben gesagt mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das heißt, dass Naruto so schnell wie das Licht ist. Wenn wir den Manga von Boruto mit einbeziehen, wait hold on, wenn du nicht im Manga gespoilert werden willst, dann skippe ein bisschen vor. Im Manga konnte Naruto Deltas Laserstrahle mehrere Male ausweichen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegten. Da man Sasuke mit Naruto vergleichen kann, bewegt sich Sasuke ebenfalls schneller als das Licht. Sasuke hat ein riesengroßes Jutsu-Arsenal und hat auch Attacken, die durchaus unfair sind. Die Form von Sasuke ist die Fähigkeit seines Rinnen-Sharingans, das Amino Tijikara, ein sehr unfaires Jutsu. Mit diesem Jutsu kann er in einem limitierten Bereich Lebewesen und Objekte mit sich selber tauschen. Sasuke ist ein Genie, wenn es ums Kämpfen geht. Er konnte mit Naruto mithalten, einer der intelligentesten Kämpfer, wenn es ums Kämpfen geht. Auch hat er schon früher bewiesen, dass er aus prekären Situationen rauskommen kann, zum Beispiel als er gegen Deidara gekämpft hat und sich seinen Reitern zunutze gemacht hat, um gegen die Bomben von Deidara zu kommen. Bevor ich meine Meinung kundgebe, möchte ich eure Meinung hören. Mit den ganzen Infos, die ich euch gerade gegeben habe, entscheidet, wer würde eurer Meinung nach gewinnen? Der Sasuke aus Boruto oder Sixpass Madara in seiner stärksten Form? Stimmt jetzt hier oben in der Infokarte ab. Madara ist ein echt starker Charakter, der viel drauf hat. Sein krankes Auftreten und seine vielen Power-Ups gestalten ein Narrativ, dass er unbesiegbar wäre. Madara schien unbesiegbar, war kurz davor ernst zu machen und dann wurde er einfach hops genommen von Zetsu. Deshalb hat jeder berechtigt gedacht, dass wenn Kaguya nicht gekommen wäre, Madara Naruto und Sasuke besiegt hätte. Das gilt aber nur bis Ende Naruto Shippuden. In Boruto ist Sasuke stärker geworden, so stark, dass man ihn nicht mit seiner Teenie-Zeit vergleichen kann. Meiner Meinung nach würde Sasuke Madara in einem Kampf mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad besiegen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, Sasuke ist physisch stärker als Madara. Madara ist literally explodiert, als Kaguyas massive Chakra in ihm reingeflossen ist. Das heißt schon, dass Madara physisch schwächer ist als Kaguya. Diese Kaguya, die eine höhere Belastbarkeit als Madara hat, wurde von Naruto der Arm abgeschnitten und ihr kompletter Körper wurde deformiert mit den Senpo Shobijura Shuriken. Das waren nur 50% Kurama Naruto. Im Boruto hatte 100%. Was glaubt ihr wohl, was Naruto mit Kaguya angestellt hätte, wenn er im Kampf 100% von Kuramas Chakra hätte? Ganz genau, der hätte ihr Körper nicht nur deformiert, sondern komplett zerstört, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und wenn man schon so über Kaguya spricht, ist es klar, dass Madara am unteren Ende ist. Der Fakt, dass Sasuke in Boruto genauso stark ist wie Naruto, sagt aus, dass Madara physisch schwächer als Sasuke ist. Ein Argument, was dagegen spricht, dass Sasuke Madara besiegen kann, ist die Unsterblichkeit von Madara. In diesem Fall zählt die Unsterblichkeit von Madara nicht wirklich, weil Sasuke physisch stärker als Madara ist. Ich habe schon mal ein Video genau zu diesem Thema gemacht. Da ging es um die angebliche Unsterblichkeit von Anime-Charakteren. Ich habe
Fairy Tail als Paradebeispiel genommen. Schaut euch das Video nach diesem Video an, Link ist in der Beschreibung. Im Kampf von Gai und Madara meinte Madara, dass Gai ihn fast getötet hätte, obwohl er unsterblich ist. Das erklärt perfekt, was ich meine. Wenn jetzt einer gekommen wäre, der eine stärkere Attacke als das Night Gai, also die letzte Attacke, die Gai gegen Madara eingesetzt hat, würde es bedeuten, dass Madara von der Attacke gestorben wäre. Madaras Unsterblichkeit kann man also so beschreiben. Er ist nur gegenüber den Leuten unsterblich, die physisch schwächer als er sind, weil diese Leute nicht die physische Stärke aufbringen können, um Madara zu töten. Sasuke hat eine viel höhere physische Kraft als Madara, was bedeutet, dass Madaras Unsterblichkeit gegen Sasuke nichts bringt. Zweitens, Sasuke schneller als Madara. Auch wenn beide sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, kann man davon ausgehen, dass Sasuke wahrscheinlich viel schneller oder ein bisschen schneller als Madara ist. In Naruto gilt das Prinzip, je mehr Chakra du hast, desto höher sind deine physischen Fähigkeiten, wozu auch die Schnelligkeit zählt. Und da Sasuke viel stärker in Boruto ist, kann man davon ausgehen, dass er schneller als Madara ist. Drittens, alle Attacken, die Madara hat, die unfair sind, sind wirkungslos gegenüber Sasuke, weil er schneller und stärker als Madara ist. Der einzige Weg, wie Madara gewinnt, wäre, wenn Sasuke nicht aufpassen würde und ihn direkt mit dem Human Pass die Seele ausreißt. Aber ansonsten überrennt Sasuke Madara einfach. Er benutzt sein Armin Utijikara, teleportiert sich hinter ihn und reißt ihm die Seele aus mit dem Human Pass. Neben diesem Szenario gibt es noch viele weitere Szenarien, wie Sasuke Madara besiegen könnte. Yo, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Falls ihr neu seid oder stille Zuschauer seid, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und an die stillen Zuschauer, die sich meine Videos auf meinen Nacken geben, auf Belash, hier ist mal eine Grafik, wie viel Prozent Leute abonniert haben und wie viele nicht abonniert haben. 80% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich einfach stur nicht abonniert. Leute, kauft euch eine Fahrkarte. Gianne? Anscheinend hat mich Theorie von Miliodas geblockt. An dieser Stelle Shoutout an Monkey die Edis. Er hat damals mein Video, was ich über ihn gemacht habe, direkt kommentiert. Wir haben sogar privat ein bisschen gequatscht und er hat mir anscheinend in einem Livestream einen Shoutout gegeben. Ich meine, Monkey die Edis hätte mich ja auch einfach blocken können. Aber er hat es nicht getan. Ein wahrer Ehrenmann. Diese Rhymes though. Kommen wir aber zu einem Real Talk über Theorie von Miliodas. Dass er mich mit hoher Wahrscheinlichkeit geblockt hat, habe ich gemerkt, weil ich auf sein Video kommentiert und anschließend meinen Kommentar über einen anderen ACC nicht mehr gefunden habe. Wenn sowas geschieht, heißt das, dass man geblockt wurde. Ich verstehe halt echt nicht, warum er mich geblockt hat. In meinem Video über ihn bin ich die ganze Zeit politisch korrekt geblieben und habe ihn mit phänomenalen Argumenten widerlegt. Warum er mich wohl geblockt hat, kann ich mir einfach nicht ausmalen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Falls mein Video ihn getriggert hat und er es einfach totschweigen will, wird es nicht funktionieren. Das Video kriegt für meine Verhältnisse gerade sehr gut Klicks und es wird noch mehr bekommen, da laut meinem Analytics mein Video nach seinem Video vorgeschlagen wird. Das ist das Beste, was mir passieren könnte. Korrekt, Algorithmus. Aber ich hoffe, ihr handelt es sich einfach nur ein großes Missverständnis. Like, come on. Was bringt es ihm, mich zu blocken? Ich habe literally nichts getan. Was noch interessant ist, ist, dass ich nicht der einzige YouTuber bin, den er geblockt hat, der ein kritisches Video über ihn gemacht hat. Makanko hat er auch geblockt. Wie ihr diese Information interpretiert, ist eure Sache. Kauft euch einen Fahrschein.